Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ist ein Monument, ein echtes brasilianisches Volksheiligtum. Vom Hügel Corcovado breitet Cristo Redentor seine Arme aus und wacht über das bekannteste Stadion Südamerikas. Hier im Maracanã wurden Helden geboren und Träume begraben. In diesem Oval spielten die besten Fußballer Brasiliens und die besten Fußballer der Welt. 2014 wurde hier das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Deutschland wurde nach dem Sieg über Argentinien in Rio Weltmeister. 2 Jahre später fanden dann auch noch die Olympischen Spiele im Maracanã statt. Für viel Geld wurde das einst größte Stadion der Welt vor der Weltmeisterschaft 2014 zu einer modernen Arena umgebaut. Um den Anforderungen der FIFA zu genügen, wurde eine neue Tribüne errichtet und statt Stehplätzen gibt es nun 110 VIP-Logen. Das Dach des Stadions fängt Regenwasser auf und leitet es in die 292 Stadiontoiletten weiter. Insgesamt gab die Staatsverwaltung die Kosten damals mit umgerechnet knapp 400 Millionen Euro an. Kritiker sprechen gar von 500 Millionen Euro, die der Umbau gekostet haben soll. Heute erinnern nur noch die denkmalgeschützten Außenwände und die typische Ovalform an das Originalstadion von 1950, das für Jahrzehnte sogar das größte Stadion der Welt war. Im Eiltempo wurde das Stadion für die Fußball-WM 1950 damals mitten in Rio de Janeiro errichtet. Der heute fast heilige Ort liegt an der Grenze zwischen dem reichen Süden und dem ärmeren Norden der Stadt. Zu dieser Zeit bekommt das Stadion auch schon seinen Namen, Maracanã. Das Wort klingt nach Samba, nach Spaß, nach dem Mittelpunkt des brasilianischen Fußballs. Es stammt ursprünglich aus der Sprache der Tupi, einer der indigenen Völker Brasiliens, und bedeutet so viel wie Rassel, also dieses Musikinstrument. Die in der Region lebenden Papageien geben ein ähnliches Rasselgeräusch von sich. Der Name hat also eine sehr traditionelle brasilianische Bedeutung bzw. einen sehr traditionellen und brasilianischen Bezug. Für die WM 1950 hatten die Arbeiter damals rund 500.000 Säcke Zement und 10.000 Tonnen Eisen verbaut. Das ist für die damalige Zeit schon echt eine Menge. Damit das Stadion noch rechtzeitig zum Turnier fertig wurde, musste sogar die Armee mit Soldaten und Lastwagen aushelfen. Das Finale dieser besagten Fußball-WM am 16. Juli 1950 war die Geburtsstunde der Legende Maracanã. Fast 200.000 Menschen drängten sich dicht an dicht in dieses Stadion der Superlative. Sie alle wollten nur eins, die Seleção vor heimischer Kulisse beim eingeplanten Titelgewinn gegen den Underdog aus Uruguay zum Sieg schreien und jubeln. Aber wie so oft im Fußball kam dann doch alles ganz anders als erwartet. Brasilien geht zwar mit 1:0 in Führung, aber Uruguay dreht das Spiel in 15 Minuten und gewinnt am Ende mit 2:1. Das ganze Land verfiel in eine Schockstarre, 3 Menschen im Maracanã starben an Herzinfarkten und einer stürzte sich sogar von der Tribüne. Dieser Schock hat sich in das brasilianische Kultur- und Fußballgedächtnis eingebrannt und bekam sogar einen eigenen historischen Begriff: Maracanazo. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Maracanã dann die wichtigste Fußballbühne des gesamten Landes. Die besten Fußballer Brasiliens zeigten hier ihr Können: Pelé, Garrincha, Zico oder Romário. Als der Jahrhundertfußballer Pelé im Jahr 1969 hier sein 1000. Tor schoss, haben Fans vor Freude den Rasen gestürmt. In einer Stadt mit großen sozialen Unterschieden war das Maracanã ein Ort ohne Arm und Reich. Die Eintrittskarte ins Stadion konnte sich fast jeder Einwohner Rios leisten. Während der Duelle der großen Lokalrivalen der Stadt, Flamengo und Fluminense, huldigte gefühlt die halbe Stadt im Maracanã dem Fußball.
Das Stadion wurde über die Jahre ein Teil der brasilianischen Identität und ein Symbol für die Geschichte der Stadt und des Weltfußballs. Nach dem Umbau 2013 ist aus dem einst größten Stadion der Welt eine moderne Sportarena für heutzutage knapp 78.000 Zuschauer geworden. In den Monaten nach Beendigung der Olympischen Spiele zeigte sich das Stadion aber in einem sehr, sehr schlechten und nicht mehr benutzbaren Zustand. Der Rasen war verdorrt, Sitze und Fernseher herausgerissen und gestohlen worden. Schulden beim Energieversorger führten sogar dazu, dass der Strom vorübergehend abgestellt wurde. Im März 2019 übernahm dann der Bundesstaat Rio de Janeiro die Verwaltung des Stadions und erlöste es von seinem Leid. Bei der Copa America 2019 in Brasilien diente das Maracanã unter anderem dann mal wieder, wie sollte es auch anders sein, als Finalstadion. Flamengo Rio de Janeiro möchte für die nächsten 35 Jahre Betreiber der Spielstätte werden und von einem eigenen Stadionneubau aufgrund der hohen Kosten absehen. Aus den Sitzplätzen hinter den Toren sollen dann wieder Stehplatzbereiche werden und es soll darüber hinaus 15.000 vergünstigte Tickets für die ärmeren Fußballfans der Stadt geschaffen werden. Eine tolle Sache, die an die einstigen Zeiten des Maracanãs erinnert, als sich fast jeder den Stadionbesuch leisten konnte. Aus den jetzt etwas über 78.000 Plätzen würden dadurch rund 94.000 Plätze werden. Lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und werdet Teil der Stadion-Crew, indem ihr diesen wunderschönen Kanal abonniert, Leute. In der Videobeschreibung verlinke ich euch noch meinen Shop flutlichtliebe.de. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut dort gerne mal vorbei. Ich küsse eure Augen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Samstag hier bei Stadion-Touri, Leute. Haut rein. Ciao.